Hallo, also für uns, für Gabriele und mich war mal ein Thema, wie kriegen wir eine komplexe Ausbildung, Weiterbildung auf OER-basiert realisiert. Und vor etwa 2, 3 Jahren hatte ich mal dieses Abstract-Modell entwickelt als Überlegung, dass es so funktionieren könnte. Das wollte ich euch mal vorstellen. Die Idee ist einfach, wir haben so einen ganzen Kasten von Lernbausteinen, ne, und wie kriegt man jetzt ein Prinzessin-Schloss da draus als eine komplette Ausbildung? Das heißt, man hat jetzt diesen Berg und da ist natürlich das Entscheidende, erstmal aus dem Berg rauszufinden, welche Lernbausteine machen überhaupt Sinn, welche sind gut, haben eine Qualität, bilden die Themen ab, die mit dieser Ausbildung zu tun haben. Und das ist das Erste, das sieht man hier auf der rechten Seite der Bausteine. Und dann gibt es die verschiedenen Zielgruppen da drin. Jede Zielgruppe hat einen anderen Bedarf, braucht also andere Lernpfade dadurch. Diese komplexe Ausbildung ist halt pro Zielgruppe auch noch etwas unterschiedlich. Und das sind die Lernpfade. Hier sollen hier mal dargestellt werden. Das heißt, wie entstehen die Lernpfade über diese Bausteine? Und damit ist es nicht genug. Dann selbst wenn ich den Lernpfad habe und habe die Zielgruppe, habe ich unterschiedliche Lerntypen da drin. Das heißt, jemand lernt, der eine lernt besser aus Texten, der andere mehr aus praktischen Beispielen und so weiter. Also macht das noch den Sinn, dass ich in jeder Lernstufe zu jedem Thema normalerweise noch für diesen Lerntyp die entsprechenden passenden Lernbausteine aus dem OER raussuchen muss, muss das rüberbringen. Und das haben wir versucht, mal hier jetzt darzustellen dazu. Dass wir sagen, wir haben diese Bausteine, jede Farbe hier ist ein bestimmtes Thema, die grüne Linie zeigt den Lernpfad dadurch. Und jetzt sind in jedem dieser Bausteine die unterschiedlichen Lerntypen repräsentiert über die Medien. Das soll mal dargestellt werden über die Podcasts, über das Buch, das kann ein PDF sein, oder das Video oder entsprechend das 3D-Modell, was dargestellt ist. Und dann haben wir gesagt, dann kann die Aufgabe der Experten ja eher sein, statt neue Bausteine auf den Riesenhaufen drauf zu produzieren, weil wir sagen, unsere Bausteine sind viel besser als die anderen, zu sagen, ich suche die richtigen raus und jetzt schreibe ich ein Abstract. Ich habe mein Curriculum, ich schreibe ein Abstract, eine kurze Zusammenfassung dazu, mache vielleicht noch das Lernziel, die Lernaufgabe und baue dann die Links rein, genau zu den Medien, die ich den verschiedenen Lerntypen vorschlage und wo ich weiß, die sind gut zu diesem Thema. Dafür. Und das ist das eigentlich, die komplexe Ding ist jetzt nur Abstracts, OER-Abstracts, CC-BY, die mit dem Lernpfad verbunden die komplexe Ausbildung abbilden und in jedem Modul jetzt möglich die besten OER-Lernbausteine verbinden, die das Thema am besten abbilden. Und da steht dann drin, lesen Sie zum Beispiel Seite 1053 bis 1054 in diesem PDF. Das heißt, wir können auch solche PDFs dann dadurch verwenden, indem wir zielgerichtet auf die Punkte verweisen, die gut sind. So, und jetzt, so war es die Theorie, und wir haben jetzt gesagt, okay, wie können wir das praktisch mal selber ausprobieren? Unser Thema ist beides intelligenter Umgang mit Wissen, Wissensmanagement. Also haben wir gesagt, okay, weil wir Freiberufler sind, von niemandem Geld bekommen dafür, müssen wir es irgendwie mit einem Geschäftsmodell verbinden. Und deswegen ist das dieses Freemium-Modell. Das heißt, das komplette Kursbuch, die Inhalte sind in diesem OER-Kursbuch kostenfrei. Der Wissensmanagement-MOOC, der auf Moin läuft, ist komplett kostenfrei. Das ist die freie Seite da aus. Und für Unternehmen bieten wir die Flipped Classroom Weiterbildung an, die kostenpflichtig sind, die aber dann die Chance haben, dass mehr als 5 bis 10% der Teilnehmer durchkommen, wie das typischerweise bei einem MOOC ist. Und das ist das Modell, also ein typisches Freemium-Modell, so ähnlich wie man das zum Beispiel bei iTunes oder ähnlichem hat, dazu abgebildet. Und das ist halt, wie es entstanden ist, mal ursprünglich von der Idee. Die Idee war schon vorher da, dann gab es die Mutti-Ausschreibung bei Moin. Und da haben wir das mal formuliert, haben dann nicht gewonnen, aber dachten, jetzt haben wir so viel Arbeit reingesteckt, dass wir es doch durchführen. Und dann ist der erste WMOOC 2016 entstanden und rechts sieht man jetzt mal die Sammlung der Videos, die allein in der Zeit speziell für den MOOC entstanden sind. Es sind also über 30 Videos, nee, über 40 Videos mit knapp 30 Stunden Laufzeit, die vor allen Dingen mit Praxisbeispielen dort entstanden sind. Und es gibt natürlich noch einen zweiten Teil vom Geschäftsmodell. Das ist natürlich auch, diese Idee selber kann gesponsert, unterstützt werden. Das sind unsere Sponsoren oder Unterstützer und Medienpartner, die bisher mitgemacht haben dabei. Bedanke ich mich dafür.